Wir können jetzt auch das neue Video von Revi reinziehen. Und zwar mein Cringe-Date mit Gina. 110% unangenehm schlimm. Weil Chat mein. Ich weiß nicht, wieso, aber mein Chat mag so unangenehme Videos. So, let's go. Hast du ein Favorite Food? Hey! Oh Gott. Hallo! Date Night. Warum sieht das aus wie Fortnite? Na, was geht? Ich habe mich extra richtig hübsch gemacht heute. Ich habe meinen feinsten Anzug rausgeholt. Richtig geil. Wir machen heute einen wunderschönen Dating-Stream. Revi hat alles von Daily Paper, glaube ich. Mit dabei ist heute die liebe Gina. Ihr kennt das Format, das Konzept tatsächlich. Wir haben wieder unseren erstklassigen Kellner heute dabei. Können wir einen Clap für Max haben? Es gibt ein wunderschönes Drei-Gänge-Menü. Wir haben geplant, so anderthalb Stunden hier zusammen ein Cringe-Date zu haben. Tobi und Yunus haben mal wieder ihre Geisteskrankheit walten lassen. Und es gibt eine Menge Aufgaben, die wir tatsächlich zu erfüllen haben. Wir wissen nicht, was wir gegenseitig in Aufgaben bekommen. Wir kriegen das quasi nur gezeigt und müssen das dann erledigen. Es gibt heute Asiatisch, es gibt Sushi. Wir haben drei Kerzen am Start. Es ist heute mal drin. Wir haben uns keine Kosten Mühe gescheut. Wir haben extra einen Tisch gekauft. Ja. Let's go. Wait, was habe ich da gerade gesehen? Ist das der Xbox Minecraft-Controller da oben? Poggers! Ja, ich kenne. Und im besten Fall tun wir es nochmal so, als würdest du kurz reinkommen. Ja. Und dann begrüßen wir uns erstmal, ne? Oh! Hey! Na? Hi! Nieder, richtig? Ja. Perfekt. Hey, setz dich, du. Ja, ja. Setz dich, Mann. Ah, ja, setz dich. So. Sehr schön. So. Hast du gut hergefunden? Ja. Guck mal, ich habe mir extra ein schönes Outfit heute rausgesucht. Sehr schön. Ich hoffe, du magst grün. Ja, mag ich. Sehr schön. Ja, es ist echt erstmal cool, dass es hier geklappt hat. Ich freue mich wirklich, dass du hier bist. Wie lange bist du jetzt schon Single? Seit ein paar Tagen. Seit ein paar Tagen also, erst? Also ist jetzt ganz neu, ja. Okay. Und du hast dir gedacht, ich möchte, dass ich dir schnell... Ich will noch einen Zwischenmann. Ah, wunderbar. Dankeschön. Und wie lange bist du schon, wie lange bist du schon Single? Ja, also... 4-5 Tage ungefähr, ja. Okay, ja. Ja. Cool, gell? Ja. Ja, und wieso? Ich bin schon seit circa 3-4 Jahren. Okay. Ja. Manchmal, ich mach sowas manchmal einfach unironisch. Ja, habe ich tatsächlich schon länger. Ich räume die Sache auf den Tisch hin und her. Mit meiner großen. Ja. Oh, okay. Mit meiner großen Liebe quasi. Oh, jetzt, warte, muss sie jetzt das gleich essen, was Revi da mit seinem Hunde-Ich gegessen hat? Ja? Mhm. Sehr gut, ja. Ja. Stehen wir wieder für 3 Sekunden auf und setz dich wieder. Also, alles in allem finde ich es schön, dass wir es heute hinbekommen haben. Was suchst du denn genau? Also, suchst du ja was Festes oder was Lockeres? Wie ist das denn? So, ja, nee, also ich suche was Festes. Ja. Das ist einfach so mehr mein Fall. Ich bin jetzt nicht so die Person, die da einfach jede Woche jemand Neuen zu sich einlädt und so. Ne? Du bist ja... Ja. Du bist ja tatsächlich... Ja. 19 bist du, ne? Ja, ich bin 19, ja. Ja. Das ist krass. Also ich bin ja selber 22. Mhm. Oh. Sure! Sure! Und das ist natürlich jetzt schon, sag ich mal, ein kleiner Altersunterschied, den wir da haben, ne? Das ist natürlich, ja. Ist okay. Würde ich sagen, 23 geht noch, ne? Mhm. Bisschen älter wäre auch noch okay, aber... Ja. Ja, so geht es. Ja. Wie macht ein Elefant? Macht das Geräusch. Oh Gott. Ja. Ist ruhig, ne? Ist ruhig. Ja, hier sind deine Stäbchen. Ah ja, cool. Dann ist es jetzt. Nö, also. Was ist denn da? Nichts. Ob du auch Dates hast. Was ist denn da? Hier? Also, komm. Okay. Und also ich meine im Endeffekt so, suchst du ja was Festes, hast du gesagt. Ja. Was ist so deine, was machst du beruflich so? Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ja, also ich weiß nicht, ob es dich jetzt so wirklich was angeht, muss ich sagen. Aber, also nee, das ist noch irgendwie zu früh darüber zu reden, muss ich sagen. Okay. Ja. Wo wohnst du? Also kommst du aus der Gegend oder? Ja, meins. Ja, ey, ich find's erstmal cool, dass wir uns überhaupt gematcht haben, ne? Ja, ich weiß mittlerweile nicht mehr so, ob das, ja, aber, ja. Was sind so Hobbys von dir zum Beispiel? Ich tanze gern. Mhm. Und du so? Bist du gerne im Freizeitplatz? Turnover! Weiß nicht, was ich kriege? Oder? Bist du denn, also gehst du selber, warst du schon mal im Phantasialand? Bin ich jetzt, also willst du mir nicht antworten? Ja, ob du schon mal im Phantasialand warst. Nee, willst du mich nicht antworten? Nein, also die Frage ist, ob du schon mal im Phantasialand gewesen bist. Ja. Ja? Ja. Okay, cool. Schön, ja. Das freut mich, ja, nice. Ja. Mega. Was ist denn so deine größte Leidenschaft im Leben? Meine Leidenschaft ist es. Oh nein! Okay, das ist krass. Das ist cool. Ja. Ja, das ist mega.
Ja. Und, Alter. Stell dir mal vor, man wird sich wirklich so im Restaurant verhalten. Also, fandest du es gut? Ja, ja, ich war ganz, ja. Mega, ne? Cool. Oh, ja. Ja, ich, also. Ja, was machst du für Sport? Ich tanze gerne und ich gehe ins Fitnessstudio. Gym? Ja. Cool. Bist du, würdest du sagen, du bist ziemlich fit? Ja, würde ich schon sagen. Das freut mich voll. Ja. Also hast du auch Ausdauer, ne? Ja, ich habe Ausdauer. Das ist wichtig, ja. Ist gut. Ja. Ja. Das ist wichtig. Ja, vielleicht unter nehmen. Ja, klar. Sorry. Schön. Ja, ich kann ja mal ein bisschen was über mich erzählen, wenn du möchtest. Ja. Oh mein Gott. Ah! Wie gut du in Fortnite. Oh nein! Ich bin halt selber, also ich stream halt voll viel und bin jemand, der halt auch so Videospiele macht und so ganz viel spielt. Oh, ich habe tatsächlich 2018 habe ich einen Creators Cup von Fortnite $15,000 Earnings gemacht mit Make. Chat, wenn ihr sowas sagt, ist jedes Girl out. Ich kann es euch so hart sagen. Game Rotations und sowas. Aber wenn sie dann out ist, dann ist sie nicht das Girl. Ja? Lieber bleibt ihr alleine, anstatt dass ihr davon erzählen könnt, wie gut ihr in Fortnite seid. Halt mit Boogie Nates dann da noch echt ein, also abgeräumt und so. Bin sogar in der E-Sport-Liste in Fortnite in Deutschland in der Top 100 tatsächlich mit diesen Earnings. Halt mal jetzt. Kennst du Fortnite tatsächlich? Ja, das kenne ich. Okay. Ja. Ja. Alter! Oh mein Gott! Bro! Alter! Was geht's? Junge, chillig. Was los? Hallo. Hi. Lange nicht gesehen. Ey, Digga. Lange Zeit nicht gesehen, oder? Boah, ich hab letztens erst ein nice Date. So komm einfach mal spontan vorbei. Bro, finde ich übernice. Ich hab einen Hund gekauft. Ja, Digga, was macht die Liebe bei dir, Alter? Was geht bei dir Liebesleben? Ja, das ist jetzt nicht so ein schönes Thema. Aha, warum? Fährst du noch BMX? Alter, das ist wie in der. In der geschlossenen, was da gerade passiert, Chat. Ja. Sorry. Ja. Das ist laut hier, oder? Ja, das ist echt. Ey, das ist ehrlich. Junge. Das ist so unangenehm. Stell es einfach in die Mitte. Ich finde es vor allem korrekt, dass du hier so spontan vorbeigekommen bist, ne? Das Ding ist, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Was machst du denn hier? Dieses Restaurant sieht einfach aus wie dein Büro. Es ist crazy, wir haben es 1:1 nachgebaut, ne? Tatsächlich, ja. Da sind Netz frei geworden. Ja. Oh. Ja, Bro, was machst du? Also, erzähl mal was, Mann. Wir haben uns jetzt so lange nicht mehr gesehen. Was geht bei dir im Leben ab so? Nicht viele. Auch langsam. Verunstaltete Haare. Oh nein. Von der Augen. Ja. Du hast doch eigentlich auch einen Hund, oder? Ich hab auch einen Hund tatsächlich, ja. Detlef Peter. Der, also, bestimmt hässlich, oder? Ja, der ist nicht hässlich. Ist schon sieht schön. So ähnlich aus? Tatsächlich, ja, ist auch ein Mittelspitz. Finde ich nicht süß, muss ich sagen. Echt nicht? Nee, ist schon hässlich. Guck mal, hier, guck. Hey, das ist doch übersüß, was soll denn die Scheiße jetzt? Nee. Guck mal, oh, guck mal. Nee, hässlich. Hallo. Nee, ist übersüß. Dann halt ihn doch. Halt doch mal den Hund. Nein, halt, nein, er ist doch voll süß. Ich bin einfach nicht süß. Halt den Hund doch mal, der ist doch voll süß. Lass ihn mal kurz sehen, wir müssen ein bisschen was übereinander lernen. Oh nein. Ja. Ja. Also, erzähl mir was. Hab ich gefunden. Erzähl mir ein bisschen was über dich einfach, ne? Könntest du vielleicht den Hund vom Tisch wegmachen? Ja, das klar. Das wäre ganz cool. Jetzt ähnelst du dem sogar ein bisschen. Wie gesagt, erzähl mir einfach ein bisschen was. Ja, also, ich mag deinen Hund nicht. Ja. Ja. Also, es gibt da, weil du willst ja was über mich wissen, ne? Mhm. Es gibt da so einen Typen, der ist wirklich so humorvoll. Mhm. Das mag ich halt extrem. Braune Haare mag ich auch. Würde? Braune Haare. Humorvoll, braune Haare. Okay. Haare. Okay. Der hat doch wirklich eine extrem. Ja, wenn er lacht, dann bin ich richtig glücklich. Aber wenn er mich anschaut, weißt du? Wenn er lacht. Also Augenkontakt ist mir auch sehr wichtig. Augenkontakt? Dann verliebe ich mich direkt in die Person eigentlich. Ja. Okay. Und übrigens ist der auch sehr trainiert. Ich gehe auch zum Sport, ne? Das ist ja einfach Nico. Das ist ja, sieht man noch nicht so, aber ja. Der hat aber wirklich einen perfekten Körper, muss ich sagen. Wir haben mittwochs immer unser Armdrücken-Duell. Wie denn? Das ist immer jetzt um diese Uhrzeit einfach. Mal sehen, ob du so stark bist wie er, ne? Wie wer denn? Also? Also dieser, also ist halt einfach schon süßer, ne? Ich bin voll hier gerade, ich sehe auch nicht so wirklich. Nicht? Nee. Wir machen auch immer Fotos dabei, also wenn sie wollen, können sie die Maske gleich ausziehen. Junge, was ist, wenn Gina jetzt einfach Grevis Hand in diese Kerze reinhaut? Wäre besser für unsere Website. Ja? So ist gut. Ist gut? Ja. Okay. Der Kellner sagt, wann es losgeht, oder wie? Ja. Oh, bist du stark?
Alter! Oh, stark! Das bringt doch nicht zum Lachen hier. Kann ich bitte eine Serviette haben? Ja, stimmt, ja. Mhm. Ja! Alter. Was für ein Typ jetzt hast du da eben jetzt erzählt? Du hast ja über... Hey! Über welchen Mann hast du denn da eben geredet? Also du hast ja da irgendwie... So, Gina! Hast du noch ein Favorite-Food? Hast du ein Favorite-Food? Hey! Ja, also Moritz, du kannst vielleicht ein bisschen deine Stimme senken, aber... Wie gesagt, mein Name ist Sebastian. Ich bin schon alles essen, ich bin Vegetarier tatsächlich. Ich bin Vegetarier! Vegetarier bin ich! Hey! 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 Sonst so, Paul? Sebastian ist mein Name, wie gesagt. Mein Name ist Sebastian. Digga. Junge, geiles Format auf jeden Fall.